Kelton, wo warst du nochmal? Du wolltest in New Vegas, ne, mit uns quatschen? Richtig, in New Vegas, dem New Vegas von Atlantis. Gut, ja, genau, der große Turm, Mast District. Und dann Vanguard und so. Und immer weiter und weiter und weiter und weiter. Oh, Knarre weg. Wo ist denn hier jetzt? Da drüben. Block. Oh. Ach, Entschuldigung, du bist es. Dann ist das gar nicht dir, ne? Den Sarah meinte. Ich hatte mich schon gewundert, warum das. Also ich hatte mich schon gewundert, warum das bei Aktivitäten stand. Kelton. Ah. Ah, hi. Was für eine angenehme Überraschung. Na, du. Hätte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Dito. Alles cool. Was hast du hier draußen getrieben? Ich habe Daten zur internen Zusammensetzung dieses Baums und einiger drastischer Änderungen im Zeitverlauf gesammelt und analysiert. Du weißt schon, dass du mir geholfen hast, oder? Na sicher doch, aber ich spiele mich ungern auf, weißt du? Beim letzten Mal warst du ziemlich aufgeregt. Ich hatte gute Gründe, verzweifelt zu sein. Du hattest mir schon beim Nachweis geholfen, dass etwas bisher Unbekanntes mit dem Baum vor sich geht. Jetzt wissen meine Vorgesetzten davon. Und es du? Gibt wachsende Bedenken. Oh, das sollte jetzt kein Wortspiel sein. Bedenken, dass es schlimmer wird. Unsere gesammelten Daten deuten auf einen definitiven Trend hin. Die Vibrationen aus diesem Baum nehmen an Stärke und Frequenz zu. Weil wir so etwas noch nie in diesem Ausmaß gesehen haben, wissen wir nicht, wo die Obergrenze liegt. Wir wissen nicht, wann oder ob es überhaupt aufhören wird. Für Menschen ist es derzeit nicht wahrnehmbar. Aber mit der Zeit... Ich möchte zwar nicht über die Möglichkeiten spekulieren, aber gut ist keine davon. Oh, oh, du hast aber bestimmt eine Art Plan, oder? Ich versuche, einen aufzustellen, ja. Das ist aber unmöglich, solange ich nicht alle relevanten Informationen habe. Wieder Eierchen sammeln? Es gibt Daten zu anderen, jüngeren Mitgliedern der Spezies. Leider gibt es ein paar, sagen wir mal, persönliche Probleme, an sie zu kommen. Persönliche Probleme. Ja, persönliche Probleme. Hattest du erwähnt. Und jetzt brauchst du wieder Hilfe, richtig? Nicht unbedingt. Komm mal, was ist denn los? Wir sind doch Pros jetzt mittlerweile. Wenn du deine Dienste also anbieten würdest? Einer der anderen Forscher beim MEST, Emilio Hadek, hat Daten, die für meine Arbeit hier enorm wichtig sein könnten. Wir sind nicht einer Meinung. Und bisher hat er sich geweigert, sie mir zu geben. Ich hoffe, dass er eher geneigt wäre, sie abzutreten, wenn jemand anders ihn fragt. Was sagst du dazu? Na klar, wir werden ihn schon überzeugen. Warum will Emilio dir die Daten nicht geben? Er hegt seit Jahren einen Groll gegen mich. Wegen einer Kleinigkeit. Er denkt bestimmt, dass es meiner Karriere schadet, wenn er das tut. Er wollte nicht zuhören, als ich erklärt habe, dass es nicht um mich geht. Es gibt wichtigere Anliegen. Ja. So. Mhm, ich beschaffe dir deine Forschung. Ach, danke. Zuletzt war er auf einem Feldeinsatz irgendwo in der Nähe der Außenbezirke der Stadt. Vielleicht wäre es am besten, meinen Namen nicht zu erwähnen. Den halten wir zurück. Kein Problem. Zack, aktivieren. Emilio! Emilio! Oh, das ist jetzt eine richtige Aufgabe, ne? Kurs festlegen, R. Die Loge. Sonst zur Loge rüber. Das ist der Außenbezirk. Ich verstehe. Ach, ist das schön flowig. Und nu, da drüben. Das ist er. Na, Band. Erstmal einen falschen Eindruck erwecken. Vorbeirennen und dann langsam hingehen, Hitman. Das kannst du ganz toll. Unauffällig. Hey, Mann. Kannst du ein Stück weiter nach links rutschen? Come on. Blockierst mein Signal. Jetzt hab dich mal nicht so. Was machst du hier? Oh, sehr wichtige Forschungsarbeit. Ich langweile dich nicht mit den technischen Details, aber es ist essentiell. Essentiell also, ich verstehe. Ich arbeite auch für den Mast. Es geht um Forschungsdaten zu den Bäumen. Bäume? Oh, ich weiß, was hier los ist. Er weiß gleich du Bescheid. Arbeitest mit Kelton zusammen, er ist nicht oder? Doof. Netter Versuch, aber vergiss es. Nein, vergiss es. Kelton ruiniert mir aktiv die Karriere. Dem helfe ich auf keinen Fall bei irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll, aber er macht es nur, um beim Management gut dazustehen. Und dabei helfe ich ihm nicht. Okay, und warum bist du so gegen ihn? Kelton hat mich übel reingelegt. Hat vermutlich meine Aufstiegschancen im MEST zerstört. Das verzeihe ich ihm auch nicht. Naja, aber der Klügere gibt nach. Ach ja? Findest du? Wow, danke. Ich denke auf jeden Fall mal drüber nach.
Der gibt wirklich nie Ruhe, oder? Come on. Vielleicht kann ich das ausnutzen. Oh oh. Okay, weißt du was? Du bekommst die Daten. Oh, das sind falsche Daten. Aber erst, wenn du mir geholfen hast, eine Beförderung zu bekommen. Vorher okay. nicht. Okay, okay, machen wir. Und wie soll ich das machen? Ach, nichts Wildes. Du sollst nur ein paar Dateien für mich löschen, damit ich gut dastehe, wenn wieder Beförderungen anstehen. Klar, machen wir. Ja. Moment, echt? Oh, wow. Okay. Okay. Okay, okay. Du entscheidest. Aber ich wünschte, wir könnten unser Baumproblem lösen, ohne auf illegale Methoden zurückzugreifen. Come on, Sarah. Ich hatte in den letzten Jahren ein paar schlechte Leistungsbewertungen. Völlig ungerechtfertigt, total unfair. Ich habe eine Hintertür in das Messnetzwerk gefunden, um meine Personalakte ein bisschen zu frisieren. Aber die Chefingenieurin versteht was von ihrem Job. So läuft das nun. Ich kann nur über das Terminal in ihrer Wohnung darauf zugreifen. Und die ist abgesperrt. Mhm. Okay. Und warum kümmerst du dich nicht selbst drum? Aus zwei Gründen. Erstens, wenn ich erwischt werde, dann kriege ich richtig Ärger, aus dem ich nicht rauskomme. Zweitens, es braucht jemand etwas von mir, der absolut nichts mit meiner Mastabteilung zu tun hat. Wenn du erwischt wirst, gibt es keine Verbindung zu mir. Die Gelegenheit muss ich nutzen. Okay. Es ist also extrem illegal, richtig? Nur wenn ich erwischt werde. Du musst rein, auf ihr Terminal zugreifen, die Dateien löschen und wieder raus. Fertig. Ach, wie der Hitman, ne? Und was genau machst du bei Mast? Ganz unter uns, so wenig wie möglich. Das war natürlich nur ein Witz. Ich was für ein Forscher. Ich arbeite richtig hart. Ich habe Bioinformatik studiert, dann ein wenig Agrargenetik gemacht. Inzwischen helfe ich einfach, wo ich kann. Ich warte auf eine gute Gelegenheit, vielleicht eine Stelle in der Verwaltung, wie das eben so ist. Wäre das nicht ein bisschen langweilig in der Verwaltung? Gut, okay. So, allein auf weißer Flur. Wo genau müssen wir hin? Zeig mal bitte. Einfach rüberballern. Ah, okay, bleib dabei. Und wo müssen wir jetzt hinlaufen? Darüber. Das sind die Buden, ne? Tatsächlich. Zack. Hallo, hallo, hallo. Hier könnten wir uns Entgifter holen, aber haben wir aktuell genug? Und wir sind doch bestimmt fast um die Ecke von... Von der Frau, die Schiffsteile verkauft. Ja, ich glaube schon. Ich bin kurz mal zuhören. Zertifiziert. Vor dir steht ein waschechter Raumhafentechniker. Ach, guck mal. Nicht schlecht. Bei ihm verkaufen wir bald unsere Schiffe, unsere geklauten. Na, aber sicher. Morgen Abend essen wir im Dawn's Roost. Ich dachte eher an, Chunks. Still, mein Schatz. Still. Jetzt ist gut, Schatz, ne? Schön unter Buttern lassen. So läuft das nun mal. Gut, okay. Lampe aus. Erstmal gucken, ist das cool. Sieht das schön aus, das Spiel. So, sind wir hier richtig? Psch. Einsteiger. Einsteiger. Hatte ich schon gespeichert? Darf uns der kleine Roboter sehen? Ich weiß nicht. Exklusiv innen. Mhm, und dann auch ein Dreier. Hier, ne? Ja. Und jetzt... Warte mal, stopp. Jetzt die beiden Zweier. Nur richtig rum angewandt. Funktionierst du so? Ihr. Leichtes Geld. Vorsichtig. Sarah, gerade eben hat sie sich noch gefreut. Ist die Tante hier? Können wir sie beklauen? Was steht da auf dem Zettel? Sie ist mit dabei. Oh Gott, der Roboter. Wir müssen ihn umbringen. Vielleicht aber auch nicht, ne? Das sind so schöne Apartments. Sowas will ich auch haben. Personalakten. Emilio Hardik, biowissenschaftliche Abteilung. Empfehlungen. Ah, hier. Drei frühere Meldungen wegen Insubordination. Getadelt für verpasste Fristen. Gemeldet von Frosch Kelten. Ah, ich verstehe. Hardik weigerte sich, die Anweisungen auszuführen, weil sie unter seiner Würde seien und es genug Vollidioten gibt, die Rinde kratzen könnten. Hardik wurde aus seinem Forschungsteam entfernt und vom Dienst befreit. Und wie kann ich das jetzt hier löschen? Alles löschen. Zack. Abgeschlossen. Emilio. Sarah. Du musst mir verzeihen, du hast mir einen Mord verziehen. Aber du hast auch ordentlich gekillt, ne? Psch, jetzt ganz schnell hier raus. Alles cool. Tschüss.
und zurück wieder zum Juten Emilio. Gleich mal rüber hier. Schon stehen wir draußen. Action, 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 hi. Ach guck, Keltens Mädchen für alles. Oh, come on, ey. Hast du gute Neuigkeiten für mich? Ja, habe ich. Alles ist für deinen Neuanfang bereit. Tatsächlich. Ich habe im Netzwerk nachgesehen. Es ist alles aktualisiert. Gut gemacht. Du hast Wort gehalten, also tue ich das jetzt auch. Auf dieser Slate sind die Daten für Kelten. Gib's ihm, stopf's ihm gewaltsam in den Rachen. Ist mir völlig egal. Ja, okay. Journal, rein und dann R. Wieder X, wieder X. Da muss ich eine Millisekunde warten. Ach Mensch, ey. Das geht schon sehr schnell mit den SSDs, ne? Und ich sollte auch mal ein Stimpak nehmen. Oder pennen, ne? Pennen heilt doch, glaube ich, auch. Sind wir noch auf EP-Buff? Ja, sind wir. Für 3 Minuten 45. Kelten, rede mit mir. Ich brauche die EP. Ja, ist doch gut, Kelten. Sie zu warnen. Hoffentlich hast du die Daten. Sie sind ziemlich wichtig. Ich weiß. Ich musste die Grenzen des Gesetzes überschreiten, um da ranzukommen. Stimmt. Kein Wort mehr. Ich will es überhaupt nicht wissen. Tut mir leid, wenn es kompliziert war. Ich möchte die Einzelheiten gar nicht erfahren, falls das später zur Sprache kommt. Vor allem in juristischer Hinsicht. Ich sollte die Daten überprüfen, um sicherzustellen, dass Emilio mich nicht hintergangen hat. Falls das der Fall ist, müssen wir ihn umbringen. Aber du hast dich wieder einmal für mich eingesetzt. Weil wir ein Gangster sind. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt herausfinde, was wir tun können. Ja, für eine Handvoll Credits tue ich einfach alles. Das stimmt aber auch. Das ist nicht gerade beruhigend. Eigentlich das Gegenteil eigentlich, davon. Eigentlich, aber trotzdem. Die Kohle, danke, Mensch, Kelten. Für deine Unterstützung. Die Kohle. Sehr schön. Boom, Schakalaka. Wir können weitermachen. Von klein zu groß. Warte mal. Schau später bei Kelten vorbei. Das wird ja wieder angezeigt, ne? Oh, können wir jetzt? Nee, noch nicht, ne? So, und das war in Neon und das ist am Popo des Universums. Daneben, genau, Vanguard. Habt ihr mir empfohlen, ne? Hier rüber dürfen wir. Ach, das ist auch hier. Im Mast-Distrikt, aber da sind wir gerade, ne? Da müssen wir hin, ne? Ja, müssen wir. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Mast rein. Wo kam die Musik her? Oh, wie gut. Letztes Jahr wurden für ein Privatkonzert der Geigerin Alyssa DeMille unglaubliche 70.000 Credits bezahlt. Singh sagte in einem Interview, wir können zwar nicht davon ausgehen, dass sich der DeMille-Erfolg wiederholt, aber wir bitten alle großzügig, für diese gute Sache zu spenden. Oh, wie die Fahrstuhl-News in Cyberpunk. Großartig, was für ein tolles Spiel. Rübergesprungen. Hat sogar funktioniert. Nabend, Hallöchen. Na, wie geht's dir? Willkommen im Mast. Wenn du einen Termin hast, darfst du gerne eintreten. Ja, Was machst du hier? Ich bin Ressourcenoffizier beim Mast. Beim Mast? Ich muss dafür sorgen, nicht dass Mast. Jeder offizielle Besucher schnell an sein Ziel gelangt. Und dass alle Regelverstöße prompt geahndet werden. Okay, und was ist das hier? Das hier, das ist das Mast. Das pochende Herz der United Colonies. Jede Entscheidung in der zivilisierten Galaxie wird in diesen Mauern getroffen. Okay, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Kennst du jemanden, der Hilfe braucht? Die Vanguard kann dich bestimmt auf längere Sicht mit Arbeit versorgen. Die Vanguard. Sehr schön, gleich um die Ecke hier. Einen richtigen Termin hätten wir auch, aber wir bleiben erstmal beim Vorraum. Du bist der Richtige, ne? Ja, das ist er. Commander John Tuala. Von Natur aus neugierig, ja? Ja. Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Immer doch. Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? In 10 Jahren oder so, wa? Was ist die Vanguard? Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und Kohle. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. In 10 Jahren. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Oh, packe Mensch. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran.
ausländisch. Bist du dabei? Dass das jetzt noch eine Rolle spielt? Nein, ich will die Sterne erkunden, keine Kriege für. Das stimmt doch gar nicht. Wo muss ich unterschreiben? Klasse. Fehlen nur noch ein paar Formulare, der UC-Orientierungskurs, die Prüfung und eine Probemission. Wir müssen ja sicher gehen, dass du da draußen bestehen kannst. Wenn du dich gut machst, hütest du schon bald den Frieden. Vergiss nicht, dass ich ihn wieder brauche, wenn du ihm dein schickes Outfit angezogen hast. Die kennen sich. Keine Angst, Sarah. Ich vergesse dich nicht. Und unsere kleine Sache hinterher auch nicht. Eins nach dem anderen. Begib dich zur Orientierungshalle und melde dich am Registrierungsterminal. Aber das ist nicht hier, das ne? Das System führt dich durch den Rest. Oh, okay, oh, voll automatisiert. Wenn dein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, musst du mit den Colonies alles klären, bevor wir dich annehmen. Ein Echtleben-Tutorial. Kann ich sie dir beantworten? Benutzer, warte mal, stopp. Kann ich hier ran? Ist das erlaubt? Ich setz mich auch hin. Wenn du willst. Dann ist es immersiver. Da war kein rotes Zeichen. Oh, Backe. Kapitelmarke. Leitfaden zur Vanguard-Rekrutierung. Willkommen bei der Rekrutierungsabteilung der Vanguard. Die UC hat dich aus ihren zahlreichen Servicekräften ausgewählt, weil du über soziale Kompetenz, angenehmes Auftreten und Durchsetzungsvermögen verfügst. Als einer der Rekrutierungsbeauftragten hast du eine simple Aufgabe, neue Mitglieder anwerben. Deine neuen Rekruten müssen nur drei Bedingungen erfüllen. Sie dürfen nicht von der UC gesucht werden. Ist bei uns aktuell noch nicht der Fall. Sie müssen eine Basisflugsimulation abschließen. Kriegen wir hin. Das wird auf unseren Kampfrang auch raufgezählt, habe ich gehört. Sie müssen einen Probeflug abschließen. Nichts Lebensgefährliches. Okay. Außerdem ist es wünschenswert, dass Sie ein Schiff besitzen. Nice. Schließlich sind wir kein Shuttle-Service. Genau darum rekrutieren wir in den besiedelten Systemen, weil der Speervertrag unsere Transporter bereits genug überfüllt. Erfüllen deine potenziellen Rekruten diese Kriterien, dann schick sie zu Commander Tuala in New Atlantis, um sich dort zu bewerben, womit du deiner Provision einen Schritt näher kommst. Bei Fragen oder Anmerkungen bitte wenden an Hinata Kaira, Büro für Öffentlichkeitsarbeit der UC Navy. Wichtige Punkte bei der Rekrutierung. Das Büro für Öffentlichkeitsarbeit der UC Navy hat einen Leitfaden im Umgang mit neuen Rekruten erarbeitet. Stabiles Einkommen. Bei der UC gibt es für motivierte Rekruten viel zu tun. Von Patrouillen und Frachtlieferungen über Kämpfe bis hin zu humanitärer Hilfe decken wir alles ab. Und das wird gut bezahlt. Freiheit. Alle Mitglieder der Vanguard profitieren davon, dass es bei uns etwas freier zugeht als beim Militär üblich. Hier wird niemand überraschend versetzt oder erhält einen unerwarteten Auftrag. Bei der Vanguard sucht sich jeder seine Aufgaben selbst aus. Bürgerrechte. Die UC-Staatsbürgerschaft lohnt sich auf lange Sicht selbst für die, die in den besiedelten Kolonien geboren sind. Manche Bewohner dienen 20 Jahre lang, bis sie alle Rechte erhalten, während es für Fremde dafür keinerlei Garantie gibt. Bis jetzt. Jedes Mitglied der Vanguard erhält nach der Erfüllung seiner festgelegten Dienstzeit die Bürgerrechte garantiert. FAQ zur Rekrutierung. Frage: Wie lange dauert es für gewöhnlich, Bürgerrechte zu erhalten? Antwort: Schwer zu sagen. Es hängt von der Leistung bei der Flugprüfung und der Probemission ab. Die Spanne reicht von 20 Jahren, wobei so jemand lieber Hausmeister werden sollte und nicht Pilot, bis zu 3 Jahren für Spitzenkandidaten. Ui, 3 Jahre, das ist ja erträglich. Für eine Bude? Hier in New Vegas? Jeder Wissenschaftler oder UC-Schreibtischhengst wäre froh, die Rechte so schnell zu erhalten. Diesen Umstand solltest du gegenüber Bewerbern häufig erwähnen. Frage: Muss ich jemanden umbringen? Antwort: Für zivile Bewerber ist das eine gewichtige Frage. Diese Frage sollte daher respektvoll und wahrheitsgemäß beantwortet werden, so gerne du auch mit "Was denkst du denn?" antworten würdest. Ja. Wer der Vanguard beitritt, der gehört zum Militär und könnte im Dienst in Gefechte verwickelt werden. Und falls wir wieder einen Krieg bekommen, könntest du eingezogen werden. Wenn der Rekrut oder die Rekrutin dazu nicht bereit ist, ist die Vanguard vermutlich nichts für ihn oder sie.
Frage: Warum werden alle Mitglieder der UC Vanguard Captain genannt? Antwort: Was wir den Rekruten sagen, weil sie ihr eigenes Schiff befehligen. Der wahre Grund: Jeder möchte gerne besonders sein und wir denken, dass ein eigener Rang in UC verlockend wirkt. Und wenn jeder ein Captain ist, sind alle gleichberechtigt. Oder? Frage: Was passiert mit meiner Crew, wenn ich der Vanguard beitrete? Erhält sie dann auch Bürgerrechte? Antwort: Kurz gesagt, nein. Aber das solltest du potenziellen Rekruten nicht sagen. Sei höflich und sprich überlegt und erinnere daran, dass die UC jeden aufnimmt. Die Crew kann gerne ebenfalls beitreten, falls sie das Zeug dazu hat. Schließlich wäre das für einen fleißigen Rekrutierungsbeauftragten wie dich eine wunderbare Sache. Aktive Kommandos. Tuala John. Auftragszyklus 118. Und der Rest, naja, Kapitelmarke. Und jetzt sind wir hier selber mit dabei. Ist das nicht schön? Vanguard, unser neuer Arbeitgeber. Wo dürfen wir jetzt genau hin? Wir müssen ein Stückchen hier durch die Gegend, ne? Registriere dich für die Vanguard. Jupp. Können wir da nicht per Schnellreise hin? Aber sicher doch. Und jetzt landen wir bestimmt am gleichen Ort. Die Crew ist an Bord. Oder auch bereit nicht. Zum Abflug. Ist das nur hier oder nicht? Man möge mir einen Tipp geben. Master's Trick, da müssen wir hin. Aber warum bin ich denn jetzt bitte im Schiff gelandet? Sehr, wirklich sehr mysteriös. Gut. Ach so, jetzt verstehe ich, wo wir lang müssen. Folge mir, Sarah, und zwar unauffällig. Hier ist der geheime Aufzug von Mast. Zack. Oh, okay. Oh, gucken wir uns natürlich an. Das gibt's ja nicht. Ne? Das zuletzt. Alter Schwede, und das geht jetzt doch mal in die Höhe. Vertikales Gameplay und den Geschäftsdistrikt, den haben wir uns noch gar nicht richtig angeguckt. Alter Schwede, es wird ja immer besser hier, das Spiel. Kann ich da rein? Kriege ich hier noch mehr Missionen, bitte? Ich will doch schwer hoffen. Der Plenarsaal. Aber hier ist gerade keiner. Und bei euch so? Und hier geht's raus? Auf den Balkon oder was? Gucken wir uns natürlich an. Habt ihr hier schöne Blümchen? Oh Gott, wie schön. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Klicke-di-klick-klick. Meine Güte, ist das romantisch hier. Wirklich? Wie sie dastehen. Jetzt mit der Skybox. Ich glaube, runterspringen geht auch, aber das machen wir jetzt nicht. Was für eine schöne Aussicht. Kann man hier auch scannen? Und wir könnten das alles erkunden. Und das ist nur ein Planet von 1000. Ein Planet von 1000, aber... Ein Planet, wo sie sich besonders Mühe gegeben haben. Aber die anderen sind auch nicht schlecht. So weiter. Oh, backe Mensch. Es wird immer größer. Wer bist du? Strategisches Asset. Eher ein schwarzes Loch für Credits. Okay. Warum finanzieren wir das noch? Er hat auch dieses Androiden-Ding am Kopf wie der Typ auf dem Bau. McIntyre flippt sicher aus, wenn ich die Akte nicht finde. Den Deal genehmigt der Chief garantiert nicht. Vielleicht kann ich Alternativen vorschlagen. Ja. Ein einziges Mal könnte der sie steckt doch voll nur einmal. In seiner eigenen Blase. Ich muss bis heute Abend meine Anmerkungen zu den Berichten fertig haben. Wo bleibt der? Dann solltest du dich mal ranhalten. Wir haben doch jemanden beauftragt. Radcliffe fordert immer völlig irres Zeug. Die will uns ärgern, oder? Die will euch auf Trab halten. Verschwendet das Speicherplatz. So läuft das nun mal. Können die das Quartalsbudget nicht endlich mal genehmigen? Was hat er gesagt? Das wirft die Verhandlungen zurück. Wo bleibt der Background-Check zu dem Typen? Wir haben doch jemanden beauftragt. Die Varuna. Also wirklich. Und sie setzt sich einfach daneben. Diese Bürokraten. Du hast früher beim Militär gedient? Tja, dann blamier deine alte Truppe nicht und mach keinen Blödsinn. Um Gottes Willen, Mensch. Wir sind doch hier unter Profis. Das ist jetzt mein Schreibtisch, ne? Nee, nicht wirklich. Ich will nur ein bisschen gucken. Ich bin gleich wieder weg.
über die Entstehung der Arten, das haben wir schon. Oh, aber es wäre stehlen. Ey, ein richtiges Büro, in dem wir uns umgucken können. Wir gehen gleich weiter. Gershens, Schlüssel erforderlich. Gershens Computer, den Schlüssel haben wir nicht. Eieieiei, und du, wer bist du? Vizeministerin Elizabeth McIntyre. Du hast dich wohl auf dem Weg zur Tür verlaufen. Korrigier das doch bitte. Das ist aber wirklich eine angenehme Art zu sagen, Ziellein. Wirklich? Das ist kein öffentliches Gebiet. Im Gegenteil. Okay. Nur mit Termin. Sonst noch irgendwas? Nein? Naja gut, dann halt eben nicht. Dann dackeln wir jetzt hier erstmal weiter. Was? Strategisches Asset? Oh, okay, eure Texte haben wir alle durch. Mastbeamter, Chefdiplomat, Soleiman Yasin. Gibt's heute selten in den besiedelten Das stimmt. Hast du Arbeit für uns? Es ist für alle Seiten das Beste, wenn wir unsere Differenzen beiseite legen und zusammenarbeiten. Naja, was du nicht sagst. Es erstaunt mich immer noch oft, dass wir es von der Erde geschafft haben, ohne uns selbst auszulöschen. Naja, vielleicht ist das auch nur ein Fiebertraum. Die Sicherheit der UC hängen stark von positiven Beziehungen zu unseren Nachbarn ab. Es ist schwer, in diesem Job nicht immer zynischer zu werden. Ich gebe zwar mein Bestes, aber es ist schwer. Mir ist egal, wie viele Piloten die Navy braucht. Man verbessert den Ruf der UC nicht, indem man bekommen? Jeden Rekruten mit Schiff und Puls zum Staatsbürger macht. Zuverlässige Verbündete gibt's okay, heute. Okay, danke. Autorisiertes Personal only. Ich hab schnell gespeichert. Na? Was los bei euch? Das ist Stehl, das ist doch hier. Das ist doch für alle, oder? Howdy. Sie hat nichts weiter für uns. Na gut, dann können wir hier erstmal weiter dackeln. Dich kennen wir. Da ist der Fahrstuhl und du bist ein Mastbeamter. Und da sind wir schon drinnen gewesen. Stockwerk Nummer 1 abgeschlossen. Und nun, das war das Kabinettssälchen, ne? Und jetzt Verteidigungsforschung. Oder wird die aktuelle, das aktuelle Level, das aktuelle Stockwerk nicht richtig angezeigt? Doch. Okay, dann ist das hier Forschung. Forschung und Entwicklung. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Na, und bei euch? Alles fit, ihr Lieben? Hallo? Must. Verzeihung. Must. Kein Name, kein Interesse. Oh, das ist nicht gut, ne? Ich speichere lieber nochmal. Und du? Je weniger Leute sich ständig Gedanken über Aegis machen, desto einfacher ist mein Job. Müssen wir nicht für eine andere Mission mit dir reden? Jeder Bürger der Colonies ist für ihre Sicherheit verantwortlich. Aber wir erledigen einen Großteil davon. Ich will auch so ein Ding im Gesicht haben, in echt jetzt. Was bringt das? Besseren Bluetooth-Empfang? Aber was ist Aegis? Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Die UC Security reagiert auf Bedrohung. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Aegis, okay, und du heißt also Platon? Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen, das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Seitdem ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Nein, Einbildung ist auch eine Bildung. Was machst du hier? Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Du meinst also die Aegis Agents? Was kannst du mal über Aegis sagen? Du musst eigentlich nur wissen, dass wir den Bürgern dienen und die Guten sind. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Bürger und des Besitzes der United Colonies, wo immer sie auch sein mögen. Mhm. Wir behalten, alles im Auge. Okay. Ihr seid also die da oben. Wie viele Agents arbeiten für euch? Dazu darf ich mich nicht äußern. Keine Sorge, wir haben viele gute Leute, die sich ins Zeug legen. So eine Geheimorganisation. Passt so ein bisschen wie die Spectre.
Also, naja, das Institut, was die Spectre managt bei Mass Effect. Ihr seid also Spione, hm? So wurden wir gelegentlich schon bezeichnet. Ob im Guten oder im Schlechten. Okay, wenn man erst betonen muss, dass man zu den Guten gehört, tut man es meistens nicht. Diese Meinung kannst du natürlich haben. Und es gibt viele, die das ähnlich sehen. Trotzdem werden wir genauso auch auf dich aufpassen. Alles klar. Wir beobachten uns also beide. Das war's hier soweit. Halte die Augen offen. Ja, Dito, ne, wir sehen uns später. Dann kriege ich jetzt Ärger. Ich spreche ja nochmal, damit das Gespräch abgespeichert wird. Renne! Oh, das ist das Verhörzimmer. Geht das hier überhaupt? Kann ich das irgendwie anschmeißen? Aber nein, hier ist nichts weiter. Das ist wirklich ein Verhörzimmer. So eine Bunkerzelle. Ach Gott, Starfield, bist du schön. Wirklich? Research. Schnabbert, Hallöchen. Ich bin der Neue. Ich darf hier sein. Wobei, also ich wurde noch nicht aufgehalten. Computer Lee. Nein. Okay, hier werden Waffen hergestellt und getestet und so. Ach du Schande. Von unserer Arbeit und unseren Technologien profitiert die ganze Menschheit. Das ist schön, deswegen fasse ich sie auch nicht an. Und außerdem seid ihr ja hier, ihr würdet mich sehen. Wir haben es nicht so weit gebracht, indem wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen. Unsere Lorbeeren sind sogar seit langem unbewohnbar. Aha. Es forschen so viele Gruppen in den besiedelten Systemen, dass man schnell den Überblick über ihre Arbeit verliert. Okay. Aber ich muss mich so hinstellen, dass ich nicht aus Versehen irgendwas klaue. Wir arbeiten hier mit bahnbrechenden, wegweisenden Technologien. Das ist toll. Ja. Wir haben es nicht so weit gebracht, indem okay, wir uns auf cool. unsere Lorbeeren ausruhen. Und du? Oh, so viele Waffen hier, das ist... Aber es sieht gerade wie Standardkram aus. Equinox haben wir schon ganz, ganz lang. Und du? Du bist Ricardo Bosch. Dich kenne ich. Auf Laser kann ich gut verzichten. Mir reichen Reagenzgläser. Dich kenne ich. Dich haben wir das allererste Mal, als wir das allererste Mal in New Atlantis angekommen sind, getroffen auf der Straße. Hier bin ich zu Hause. Wie lange ich auch weg war, das ändert sich nie. An dieses Labor muss ich mich aber noch gewöhnen. Manchmal verwechsel ich das Klo noch mit dem Lager. Und dann brauche ich einen Wischer. Womit beschäftigst du dich genau? Kurz gesagt, Xenobiologie, aber das ist ein ziemlich weites Feld. Mein Spezialgebiet sind Pflanzen. Als Leiter hatte ich aber mit jeder Abteilung auf der Station zu tun. Vielleicht widme ich mich jetzt wieder meinen Wurzeln. Ach so, naja, ist doppeldeutig, ne? Also weil ihr ja... Pflanzenzeugs gemacht hat, Wurzeln und seinen richtigen Forschungswurzeln. Du scheinst dich aber langsam einzugewöhnen, hä? Ja, Labore liegen mir. Und die Anlagen hier im Mast gehören zu den besten der Galaxie. Nur mein Forschungsslate fehlt mir. Bei dem Gedanken, wieder bei Null anfangen zu müssen, komme ich mir vor wie Sisyphus. Ja, das war doch der mit dem Stein, ne? Was befindet sich auf diesem Slate? Xenobiologische Daten zu den Pflanzen, die wir züchteten. Da wir häufiger beim Mast waren, ist zum Glück nicht alles verloren, nur meine jüngsten Aufzeichnungen. Wie viel Mühe würde es machen, von vorne anzufangen? Hast du schon mal was aus Versehen gelöscht? Ist doppelt so anstrengend, alles nochmal neu zu schreiben. Man erinnert sich noch, aber die Motivation fehlt. Man versucht, sich an etwas zu erinnern, das man eigentlich schon abgehakt hatte. Oh ja, das kenne ich. Ich kann die Slide für dich suchen, wenn du willst. Großartig. Dann gebe ich dir die Koordinaten der Station. Sie kreist um Bord im Alpha Centauri-System. Eine schöne Aufgabe. Ist also kein weiter Sprung. Aber wir Sei sind hier wegen der Vanguard. Wer weiß, ob diese Fanatiker noch dort sind. Die knall ich Falls alle ab. Ja, halt dich unbedingt fern. Nein, nein, nein. Diesmal nicht. Leb wohl. Bis dann, dann, wir sehen uns. So, oh, und hier kann geballert werden. Kann ich auch Team des Forschungsteams werden? Waffenständer. Und da soll man hier auf Kuscheltiere schießen, aber das ist ziemlicher Standardkram bisher. Aber es wird schon alles eine Bewandtnis haben. Vielleicht werden die Waffen nicht getestet, sondern dieses Kuscheltier, das ist verdammt gut möglich. Das ist Starfield. Hier ist alles möglich. Sag ich doch absolut alles.
Und hier schießen sie auf Trümmer. Boom, Schakalaka. Nice, okay. Hier ist bestimmt irgendwo die Mega-Waffe versteckt. Aber... Naja, wir klauen nicht. Waren wir drinne? Oder waren wir da drinne? Oder waren wir hier drinne? Ne, wir waren da drinne. Da hinten waren wir noch nicht. Okay. Zack. Oh, hi. Mastbeamter. Schöne Friese, Mann. Echt schöne Friese. Walter Rooks. Wenn du die Präsidentin triffst, kannst du ihr sagen, dass ich noch auf die Finanzierung der Apotheke warte? Natürlich, aber... Kleiner Scherz am Rande. Mach das nicht. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Und was machst du sonst noch hier so? Ich versuche, diese schwerfällige Bürokratie dahin zu lenken, etwas Nützliches zu tun, und zwar für die Gesundheit der Bürger zu sorgen. Ich komme aus der Medizin, aber ich sehe es gerne so. Ich helfe nicht mehr jeweils nur einem Patienten, sondern allen gleichzeitig. Aber auch nur theoretisch, ne? Aber arbeitest du gerne für die UC? Absolut. Keine Gruppe hat mehr für die Menschheit getan als die Colonies. Es ist schön, ein Teil davon zu sein. Die Gesundheit unserer Bürger ist wichtig für unseren weiteren Erfolg. Ja, damit ihr hier mehr Kanonenfutter habt, seid doch ehrlich. Ihr Militärkonsorten, aber ich mach's nur für die Kohle, ne? Deswegen bin ich bei euch fürs Erste. Aber nicht endgültig. Das möchte ich anders lösen. Ich möchte ganz groß im Raumschiff-Diebstahl einsteigen. Wir klauen ja nur vom Allerfeinsten. Crème de la Crème. Chrome de la Chrome. So. Zentralkommando. Büro der Präsidentin. System Defense. Wir haben's fast. So. Rechts anfangen. Und da ist er wieder. Den will ich auf dem Schiff haben. Unbedingt. Gibt's bestimmt bald als Mod. Sowas von. Irgendwas von Relevanz? Nee. Hier eventuell Alessandro Abello, Präsident. Sie sind nicht die Präsidentin, oder? Ich konnte hier einfach reinlaufen zur Präsidentin? Eine Sekunde. Nee, Quatsch, mache ich nicht. War nur Spaß. Wenn du etwas mit meinem Büro zu klären hast, brauchst du einen Termin. Ja. Ich fürchte, ich kann gerade nicht reden, Bürger. Bürger. Die Sicherheit der United Colonies zu gewährleisten, ist ein Vollzeitjob. Okay. Wir haben uns voll dem anhaltenden Erfolg der United Colonies verschrieben. Die United Colonies haben nur dank mutiger Männer und Frauen wie dir Erfolg. Nur weiter so. Schöne oberflächliche Motivation. Wenn du etwas mit meinem Büro zu klären Dankeschön. Hast, brauchst du eine... Ich wollte nur deine Zeilen hören. Das gehört dazu. Oh, und hier ist ein ganzer Cluster. Hey. Must. Hallo. Must. Oh, warte mal, Sheldon. Ja. Mit einer anderen Nase. Must. Howdy. Must. Und kein Terminal für Leo. Schade. Name, kein Name. Kein Interesse. Das ist die Gemeinschaftsküche, ne? Und die Toilettis. Schön. Eigentlich nicht verkehrt, ne? Ich mag diese rohe Wand. Genau, als ob hier irgendwer Graffiti machen würde. Aber wirklich, ne? Hier in so einem... Weiß ich nicht. Ratsgebäude. Schon crazy, ne? Ganz kurz den Buff abholen. Ein Stündchen schlafen. Schwing die Hufe. Du hast auch ein Nickerchen gemacht, ne? Du siehst ganz verpennt aus, Sarah. Okay. Und schön spielen tun sie ja auch. Ist ja mal herrlich. Ach, er mit der Friese, ne? Ja, cool. Aber du bist wichtig, ne? Du siehst sehr wichtig aus. Du hast bestimmt einen Namen. Commander Mitchell. Und dann müssen die UC hätten vielleicht weniger Probleme, wenn die Marines etwas öfter eingesetzt würden. Die United Colonies werden nicht überlaufen oder untergraben, solange ich diene. Versprochen, das ist eine Regierungseinrichtung. Man kann hier nicht einfach ziellos herumlungern. War das deutlich genug? Ich gehöre doch dazu. Ich bin noch einer von den Vanguard. Ich bin ein Freiwilliger. Und jetzt ignoriert sie uns. Was für eine Frechheit. Aber auch zu Recht. Müssen wir ihr lassen, ne? Hallo? Weißt du, was die UC vom Rest des Universums unterscheidet? Na, was denn? Recht und Ordnung. Aha. Das macht uns einzigartig. Security Chief Jeremiah Sarkin. Hi. Na? Mir ist bewusst, dass manche unsere Sicherheitsprotokolle für unangemessen halten.
Es ist mir nur völlig egal. Ja, deswegen bin ich auch hier drin, ne? Ein gut gemeinter Rat. Benimm dich anständig, während du in New Atlantis bist. Sowieso. Für mich, weißt du, was die UC vom Rest des Universums unterscheidet? Okay, danke. Nice. Und du siehst auch sehr wichtig aus. Unser Militär muss immer einsatzbereit sein. Meiner Meinung nach aber nur als letztes Mittel. Ziviler Diskurs ist die beste Art, die Gesellschaft voranzubringen. Ich bin nur hier, falls das nicht funktioniert. Irgendwann kann die Ordnung vielleicht auch ohne die Androhung von Gewalt aufrechterhalten werden. Irgendwann. Und solange halt mit der gereckten Faust. Manche Leute in den besiedelten Systemen sehen uns als Kriegstreiber. Und wir werden das nie ändern können. Also zerbreche ich mir nicht den Kopf darüber. Okay. Unser Militär muss Dankeschön. Immer Wunderbar. Sein. Tür. Wir gehen. Und du? Wir dürfen niemals vergessen, welche Opfer viele Menschen für die United Colonies erbracht haben. Ich habe meinen Flottendienst geleistet, aber wäre ich jünger, wäre ich wieder da draußen. Ich entscheide an einem Schreibtisch über das Schicksal von Menschen. Das ist merkwürdig. Wenn du könntest, wärst du draußen. Die UC muss die stärkste im All sein, heute und immer. Aber kannst du nicht irgendwie als Flottenkommander auf dem Schiff dienen? Es ist nie leicht. Da wärst du zumindest näher dran. Entscheidungen zu treffen, die das Leben unserer Soldaten beenden können. Wir dürfen niemals vergessen, welche Opfer viele Menschen für die United Colonies erbracht haben. Jörg, danke schön. Jetzt haben wir alles doppelt und dreifach. Ich glaube, hier sind wir jetzt durch. Kann ich noch zufällig... An einen Rechner. Fahrstuhl. Zack. So. Das zum Thema Mast. Lobby. Commander Tualas Büro. Da waren wir schon. Wir müssen jetzt hier in die Orientierungshalle der Vanguard. Wahrscheinlich das Sahnestückchen hier. Im Mastgebäude. Das Lappen. Ach, hier geht's dann los. Ne, Sheldon schon wieder. Vanguard-Anwärter. Ich hoffe, dieser ganze historische Kram ist nicht Teil der Captain. Prüfung. Wir sind alle Captain, weil wir eigene Schiffe haben. Ja, er ist auch Captain. Seit dem Koloniekrieg hasst meine Familie die UC. Wenn sie wüssten, dass ich der Vanguard beitrete, würden sie mich verstoßen. Oh Gott, Sarah. Was war denn das gerade eben? Es wird immer besser. Trittst du auch bei? Ja. Ich wollte schon immer in New Atlantis leben, aber nur Bürger dürfen Immobilien kaufen. Also bin ich hier. Aber nicht jeder kann ein Bürger werden. Meldest du dich für die Vanguard? Dann geh zu den Terminals. Oder wolltest du dir nur eine extra Portion Propaganda reinziehen? Ja, ich wollte nur ein bisschen quatschen. Ich kenne das Großstadtleben, bin in Neon aufgewachsen. Aber so sauber wie hier ist es nirgends. Na ja, das ist ein Lappen, ne? Hast du den auch gesehen? Ist nicht so, als wäre ich ein großer Fan der UC oder so, aber Credits haben sie. Ja, eben, deswegen sind wir doch alle in Wirklichkeit hier. Hey, das hast du nicht von mir gehört. Aber angeblich kann man die Vanguard-Prüfung hacken, sich ein besseres Ergebnis verschaffen. Das bedeutet dann, man müsste weniger lange dienen, um hier Bürger zu werden. Hast du dir die Ausstellung angesehen? Ja. Die IOC reden gern über sich selbst, was? Das ist irre. Trittst du auch bei? Ich wollte schon immer ein gutes Leben. Dankeschön, wunderbar. Wir sind durch. Zack. Bewerber in Tobias Reaper. Aktuelles Kopfgeld 0. Um dich für die Prüfung anzumelden, wähle bitte die Beitrittsvereinbarung. Aber alles wieder ohne Ton. Eine Sekunde. Funktioniert Spotify? Oh. Nee, doch, es haut hin. Das war gerade nur so ein Speech-File aus der Playlist von X irgendwas, X3 oder X4 wahrscheinlich. Beitrittsvereinbarung. Wir machen mit. Durch Beitritt zur United Colonies Vanguard erklären Sie sich einverstanden, Pflichten für die besiedelten Kolonien zu übernehmen, die Sie und Ihr Schiff in ernste Gefahr bringen und sogar zum Tod führen können. Im Gegenzug entlohnt die United Colonies Vanguard alle Captains ihrer Erfahrung und dem Anspruch der Aufgabe entsprechend. Alle BewerberInnen müssen einen simulierten Kampfflug befriedigend abschließen. Jupp. Eine Probemission erfolgreich bewältigen. Wird beides erfüllt, erklärt sich die United Colonies Vanguard bereit, den Antrag auf Bürgerrechte zu unterstützen. Sie garantiert die Gewährung der Bürgerrechte, sobald lange genug gedient wurde oder Auszeichnungen erworben wurden.
Stimmen Sie der obigen Vereinbarung zu? Wünschen Sie, der United Colonies Vanguard beizutreten? Na aber, sicher. Zack. Erkunde die Orientierungshalle. Das können wir bestimmt. Also das wird hier bestimmt nicht ohne einen Grund. Also bin ich hier. Erwähnt. Wo kann ich hier hacken? Wahrscheinlich im Büro oder sowas. Mal gucken, ne? Wir sind ja meisterhafter Knacker. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Musik aus und dann... die Ausstellung meint hier. Ich dachte generell, das unten und so. So. Die Erde. Aber... Warum ist denn das da? Achso, damit die Kugel hier stehen bleibt. Das habt ihr nicht anders hinbekommen als mit so einer, ich sag mal, nicht gerade ansehnlichen Scheibe da oben. Im Jahr 2150 erfuhr die Menschheit, dass die Magnetosphäre der Erde das ist Camilla. 50 Jahren Camilla Soprano, die Stimme. Wie und gut. Alles Leben ausgelöscht werden würde. Entschlossene Maßnahmen waren nötig. Doch der sichere Transport einer gesamten Zivilisation würde ein vollkommen neues Maß an Kooperation, Mut und Einheit erfordern. So wurden 2159 die United Colonies gegründet, um diese Reise zu ermöglichen. Kaum ein Jahr später landete die Galileo, das erste von vielen Kolonieschiffen, hier auf Jamison. Und eine neue Ära der Menschheitsgeschichte begann. Die Ära der United Colonies. Wie viel Arbeit und Planung wohl nötig war, um den gesamten Planeten zu evakuieren? Ja, das frage ich mich auch. Da werden nicht alle runtergekommen sein, Sarah. Ich würde gern... Eigentlich würde ich noch frühere Geschichte hier erfahren. Die ersten Flüge ins All und sowas. Was habe ich verpasst? Seit 2023. Aber vielleicht tun wir das noch. Vielleicht erfahren wir das alles noch weiter. Seit ihrer Gründung streben die United Colonies danach, allen ihren Bürgern Chancengleichheit, Sicherheit und Frieden zu gewähren. Doch in den United Colonies gab es Stimmen, die noch mehr verlangten. Unabhängigkeit. 2161 verabschiedeten die UC also die Centaurus-Erklärung, die UC-Bürgern die Besiedlung entfernter Planeten und die Gründung souveräner Kolonien erlaubt. Schon bald darauf, im Jahr 2188, wurde die erste neue Fraktion offiziell gegründet, das Freestar Collective. Später folgte Haus Varun, das sich 2230 dem Universum präsentierte. Das Ergebnis der Centaurus-Erklärung hat für mich einen bitteren Nachgeschmack. Hast du vielleicht noch mehr darüber zu erzählen? Das wäre super. Nee, ne? Klar, schieß los. Okay, nee, der Standardtext. Schade, ich dachte, sie könnte doch ein bisschen was über das Haus Varun und so erzählen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Da ist das Haus Varun. Oh, okay. Holen wir uns hier die Info. Kann ich das mitnehmen? Kann ich das klauen? Nee. Erst im Jahr 2230 nahm die Fraktion namens Haus Varun erstmals Kontakt mit dem Rest der besiedelten Systeme auf. Haus Varun, eine Fraktion wie keine andere, wurde von Kolonisten gegründet, deren Schiff 40 Jahre zuvor nach dem Abflug aus New Atlantis verschwunden war. Haus Varun ist eine gänzlich den Grundsätzen ihres Gründers, des Isolationisten Jinan Varun, verschriebene theokratische Union. Anfänglich bot es den besiedelten Systemen den Frieden an. Haus Varun beteuerte, nur die Botschaft seines Gottes, der großen Schlange, verbreiten zu wollen. Niemand ahnte, dass diese Gottesverehrung die Form eines blutigen Kriegs annehmen würde, des Kreuzzugs der Schlange. Das war alles, ne? Ja, das Freestar Collective. Das Freestar Collective wurde ursprünglich 2188 gegründet, als die Bürger von Aquila einen Verteidigungspakt mit der
Stadt Neon eingingen. Doch nachdem die UC 2194 eine medizinische Sternenstation im Orbit von Nerion etablierten, beantragten dessen Bürger ebenfalls den Beitritt zum Freestar Collective. Die darauffolgenden Spannungen zwischen dem Freestar Collective und den UC führten zum ersten intergalaktischen Konflikt der besiedelten Systeme, im Krieg von Nerion. Trotz des entscheidenden Siegs der UC gewährten die Colonies den Bürgern von Nerion den Beitritt zum Collective, was die stolze und unabhängige Vereinigung begründete, die bis heute besteht. Was für ein cooles Museum. Das geht noch weiter. Na du, alles klar. So, der Krieg von Nerion. Kapitelmarke. Die Geschichte des Kriegs von Nerion. Der Krieg von Nerion begann im Jahr 2196 und war der erste große Konflikt der Menschheit in den Sternen. Heute noch gilt er als das Ereignis, das die Zukunft der besiedelten Systeme entschied. Als großer Konflikt, bei dem im großen Umfang Schiffe zum Einsatz kamen, mit denen Grafsprünge möglich waren, gab es im Krieg von Nerion kaum wichtige Raumschlachten. Der Krieg war eher ein ausgedehntes Katz- und Mausspiel der beiden Mächte, bei dem die bis an die Zähne bewaffnete und professionelle UC Navy immer wieder versuchte, die etwas chaotische, jedoch gerissenere Freestar-Flotte in die Enge zu treiben. Da der entscheidende Schlag trotz aller Mühen auf sich warten ließ, griffen die UC zu immer härteren Taktiken, um das Collective zum Aufgeben zu zwingen, jedoch ohne Erfolg. Im Gegenteil, nach vielen langen Jahren des Krieges ohne nennenswerte Fortschritte wandte sich sogar die Bevölkerung der UC selbst gegen die Sache und selbst New Atlantis wurde durch Proteste in Aufruhr versetzt. Die Einwohner forderten ein humanes Ende des Krieges, als dann endlich der finale Schlag erfolgte. Die UC Navy trieb die Freestar-Flotte 2216 in die Enge und vernichtete sie, war das ein unbefriedigender Sieg. Aus den folgenden Verhandlungen, die im Vertrag von Nerion gipfelten, gingen die besiedelten Systeme, wie wir sie heute kennen, hervor. Obwohl die UC den Krieg gewonnen hatten, waren sie nicht zu beneiden, da sie selbst in ihren Heimatsystemen als brutale Aggressoren dargestellt wurden. Deshalb gaben die UC im Geiste der Einigkeit und des dauerhaften Friedens den Forderungen der Freestar Collective und der Nerion-Siedler nach, deren Absprachen den Konflikt überhaupt erst ausgelöst hatten. Sie übergaben Nerion an das Freestar Collective, so wie es zu Beginn der Feindseligkeiten gefordert worden war, einschließlich Klinik der medizinischen Sternenstation. So entstand das heutige Freestar Collective. Im Gegenzug verlangten die UC zwei Zugeständnisse. Erstens eine Entschädigung für den Schaden in Form von Schürfrechten auf verschiedenen Welten der Galaxie. Die zweite und signifikantere Forderung war, dass keine Fraktion jemals mehr als drei Systeme kolonisieren dürfe. Die UC würden Alpha Centauri, Sol und Wolf besiedeln und dem Freestar Collective würde Cheyenne, Voli und Nerion zufallen. Das Freestar Collective stimmte diesen Bedingungen zu, was zur Entstehung und gesetzlichen Festschreibung der heutigen besiedelten Systeme führte. Seit diesem Tag ist der Vertrag von Nerion der Grundstein aller modernen politischen Beziehungen und der einzige offizielle Verstoß führte zum größten Konflikt der Galaxie, dem Koloniekrieg. Weitere Informationen über den Koloniekrieg gibt es beim Wandgemälde Konflikt unter den Sternen. Kapitelmarke. Konflikt unter den Sternen, das war da drüben, ne? Da habe ich Sterne schon gelesen. Ja, ne? Ja, tatsächlich, aber wir haben hier vorher noch was. Schöne Randinformationen, die uns immer weiter und tiefer in diese wunderbare Welt einbetten. Im Jahr 2240 erklärten die Truppen von Haus Varun dem Rest der menschlichen Zivilisation den Krieg und begannen den Kreuzzug der Schlange. In den kommenden 23 Jahren töteten Agents von Haus Varun im Namen ihres Schlangengotts tausende unabhängige Siedler, Freestar und UC-Bürger. Erst als im Jahr 2263 der Gründer verstarb
und sein Erbe Jarek ihm nachfolgte, bot Haus Varun endlich den Frieden. Einige Mitglieder von Haus Varun weigern sich jedoch noch heute, das Ende der Kampfhandlungen anzuerkennen, das ihre Anführer ausgerufen haben. Selbst nach dem mysteriösen Verschwinden von Haus Varun bleiben diese Fanatiker eine Bedrohung für die Menschheit. Ihre Befriedung ist ein Ziel der gesamten Galaxie. Dankeschön, Sarah, für diese Aufheiterung. Da ist er. Konflikt unter den Sternen. Das Mech. Oh Gott, es geht hier noch weiter. Wie schön. Aber erst mal hier, ne? Von den vielen Konflikten zwischen den Fraktionen der Galaxie war keiner so brutal wie der jüngste Koloniekrieg zwischen den UC und dem Freestar Collective. Ausgelöst durch Freestars unrechtmäßige Besiedlung von Vestas Stolz 2308, einem direkten Verstoß gegen den Vertrag von Narian, überzog der Koloniekrieg bald die gesamte Galaxie. Beide Seiten setzten alle verfügbaren Mittel ein. Mächtige Kriegsflotten, mechanisierte Kampfplattformen, Max genannt, und sogar genmanipulierte Aliens, die berüchtigten Xenowaffen der UC. Erst im Jahr 2311 wendete sich das Blatt endlich in der Schlacht von Cheyenne. Das Freestar Collective nutzte seine zivile Flotte als menschlichen Schutzschild und lähmte die überlegene Navy der United Colonies. Nach dem schockierenden Sieg gegen die größte Navy der Galaxie unterbreitete das Freestar Collective den Colonies ein Friedensangebot, das diese annahmen, um einen weiteren Verlust von Menschenleben zu verhindern. Seitdem befindet sich die Galaxie im Wiederaufbau. Der Koloniekrieg war schrecklich und hat den besiedelten Systemen tiefe Narben zugefügt. Eine Zeit lang dachte ich, er würde ewig dauern. Und hier auch wieder der Klassiker. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Der Kampf um Nira. Die wenigsten besiedelten Planeten blieben vom Krieg unberührt. Aber nirgendwo ließ sich die Grausamkeit der modernen Kriegsführung deutlicher erkennen als auf dem Freestar-Planeten Nira. Die Welt war von angreifenden UC-Truppen als Operationsbasis besetzt worden. Wiederholte Versuche des Freestar Collective, den Planeten zurückzuerobern, führten nur zu großflächiger Zerstörung. Große Teile des Planeten wurden in verbranntes Ödland verwandelt. Ein albtraumhaftes Zeugnis menschlicher Erfindungsgabe und Brutalität. Und auch heute noch ist Nira ein Mahnmal und eine Warnung vor den Grauen des Krieges. Da kommen wir bestimmt irgendwann mal hin. Und dann gucken wir uns das Ödland von Nira an. Ich verstehe es einfach nicht. Warum haben wir keine Max in diesem Spiel? Vielleicht kommen die noch, DLC oder so. Das wäre doch mal super. Oder das als Planeten-Oberflächenfahrzeug. Also vielleicht kann er sehr schnell rennen. Das sind ja hydraulische Beine. Und hier ein Terrormorph. Haben wir schon erlegt. Nahezu ganz am Anfang des Spiels. Der kam völlig random aus dem Nichts. Und hatte gegen einen Piraten gekämpft gehabt. Aber wirklich beeindruckend, ich hoffe, ja, das ne? Das ist nur eine Phase. Wieso? Was für eine Phase? Das ist der Wahnsinn. Ein echter Terrormorph. Crazy, oder? Der ist ausgestopft. Papa wollte, dass ich an der Schule Verwaltung lerne. Aber mich interessiert die Xenobiologie. Forschungsdivision oder gar nichts. Niemand weiß, wie sie auf andere Planeten kommen. Vielleicht mit Grafsprüngen oder so. Ach, die verschießen ihre Sporen wie die Bugs aus Starship Troopers. Das ist ein alter Film. Von 1997. In meinen vier letzten Aufsätzen ging es um Terrormorphs. Laut meiner Slate können Terrormorphs den Geist kontrollieren. Aber weißt du, das glaube ich nicht. Ich habe auch schon mal gegen einen Terrormorph gekämpft. Papa wollte, dass ich an der Schule Verwaltung lerne. Wusstest du, dass ein UC General Lothinian aufgegeben hat? Xenobiologie. Hat es diesen Monstern überlassen, irgendwo hier steht, dass er nach dem Krieg hingerichtet wurde. Das Ding ist bloß eine künstlerische Darstellung, oder?
Kein Tier kann so hässlich sein. Oh doch, die sind genauso hässlich und noch hässlicher. Ich komme fast jeden Tag mit ihr her, um das Ding anzustarren. Das Ding ist bloß eine künstliche. Okay, danke schön. Wunderbar, weiter. Kein Tier kann so hässlich sein. Aber ganz im Ernst? Klicke die Klick, Klick. Und hiervon bitte auch noch eins. Ich glaube, die gehen da nicht weg. Ich wollte noch ein lustiges Schießen mit gezückter Knarre, aber die stehen den ganzen Tag da. Wir machen weiter. The Terror of Londinion. Inmitten des Koloniekriegs wurde die UC-Stadt Londinion von Londinion einer ganz anderen Tragödie heimgesucht. Londinion, gerade erst neu erbaut, war essentiell für die Versorgung der UC-Kriegsmaschinerie, wurde jedoch von den wohl mysteriösesten Räubern der Galaxie überrannt, den Terrormorphs. Die Terrormorphs, die bis heute eine seltene, aber hochgefährliche Bedrohung darstellen, fegten ohne Vorwarnung in einem Ansturm von noch nie dagewesenem Ausmaß durch die Stadt. Die Bemühungen des UC-Militärs konnten den Ansturm der Kreaturen bremsen, aber nicht stoppen. Letztendlich wurde entschieden, den Raumhafen von Londinion zu zerstören, wodurch die Stadt, die Terrormorphs und die Bürger vom Rest der Galaxie abgeschnitten wurden. In den UC trauert man noch heute um die Opfer der Tragödie. Was für ein cooles Museum. Ich kann mich nur immer und immer wiederholen. Wie groß ist denn das hier mal bitte? Nach der Verheerung des Koloniekriegs kamen die UC und das Freestar Collective zu einer Einigung und schlossen den sogenannten Sperrvertrag. Beide Seiten mussten ihr stehendes Heer drastisch verkleinern. Xenowaffen und Mech-Kriegsführung wurden verboten. Entsprechende Forschungsdaten wurden versiegelt, der Zugriff nur in höchster Not erlaubt. Doch das Collective hatte eine weitere Forderung, dass den aktiven UC-Commandern für ihre Taten der Prozess gemacht wird. Die United Colonies willigten im Interesse des Friedens und der galaktischen Sicherheit ein. 2311 wurden drei hochrangige UC-Offiziere schuldig gesprochen. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi und Flottenadmiral François Sanon, besser bekannt als Vey Victis. Alle wurden zum Tode verurteilt, womit der Koloniekrieg endete und endlich wieder Frieden in der Galaxie einkehrte. Irgendein Kopf muss immer rollen. All die furchtbaren Waffen, die beide Seiten eingesetzt haben. Das musste enden. Ah, okay. Du wirst recht haben, Sarah. Na? Mhm. Schade, ich dachte, wir hätten hier zumindest eine deutsche Übersetzung von dem Textfeld da. Aber nein! The Vanguard is born. Und dann sind wir durch, ne? Ach, hier waren wir schon, oder? Nee, das ist ein anderer Ausgang, richtig? Ja. Wie gut, Mensch. Sarah, aus dem Weg, bitte. In dieser neuen Welt wurde die Vanguard geboren. Die Vanguard ist die Freiwilligenflotte der United Colonies und eine offizielle Abteilung der US Navy. Ihr Aufgabengebiet umfasst Sicherheit, Logistik und Aufklärung. Nach ausreichender Dienstzeit erhält jedes Mitglied der Vanguard die UC-Bürgerschaft. Die Vanguard steht allen Captains offen, unabhängig von deren Herkunft, und beschützt und unterstützt die Bürger der United Colonies überall in der Galaxie, wo es nötig ist. Nice. Und hier ist noch ein Aussteller von der Vanguard. Schönes Schiff. Schöner Anzug. Klicke die Klick-Klick. Und last but not least, the United Colony Citizen, die Bürger. Niemand wird als Bürger der UC geboren. Wirklich niemand? Dieses Recht kann man sich das nur glaube durch den ich nicht. Dienst an den United Colonies verdienen. Doch die UC legen hohe
Wert auf das Wohlergehen der Iren. Die Kontrolle der Lebenshaltungskosten sorgt für vergleichsweise niedrige Preise für die Bedürfnisse des Alltags. Gute Preise, gute Besserung. Alle neuen Bürger erhalten eine finanzielle Zuwendung, um sie auf den Weg zu bringen. Außerdem haben nur UC-Bürger das Recht, Immobilien zu erwerben, was ihnen die Chance verleiht, in einer der schönsten Städte der besiedelten Systeme zu leben. Des ganzen Universums. Durch deinen Beitritt zur Vanguard kannst auch ihr habt mich sowas von. Im Herzen der galaktischen Zivilisation verdienen. Muss ich die Crimson Fleet komplett vernichten, um jetzt hier meine Bude zu kriegen, weil... Naja, am Ende würde ich ganz gerne die Piraten zum Sieg führen. Aber das ist noch ganz ambivalent. Wir werden es sehen. Und nun soll ich hier rein? Pilotensimulator. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.